Ja, wie gerade zu hören war, will Martin Schulz jetzt tatsächlich doch sich überlegen, im Gespräch jetzt zur Bildung einer großen Koalition oder einer anderen Form einzutreten und danach die Mitglieder befragen. Ich freue mich erstmal, dass die SPD überhaupt Bereitschaft zeigt, der Verantwortung nachzukommen, um eine stabile Regierung für unser Land zu bilden. Ich denke, es sind eine Menge wichtige Entscheidungen in den nächsten Jahren zu treffen. Aber auch für uns müssen die Inhalte stimmen und es kann nicht nur darauf ankommen, am Ende eine Regierung zu haben, sondern die Inhalte müssen stimmen. Also auch CDU-Positionen müssen sich wiederfinden und genau das wollen wir jetzt in den nächsten Wochen gucken, dass dabei was rumkommt. Wir werden sehen.